Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty Game Pass Quest Leitfaden. Ich bin der Raiden und ja, wir befinden uns in einer neuen Woche. Es gibt natürlich auch wieder für alle neue Quests und diesmal mit dabei Tom Clancy's Ghost Wagon Wildland. Und wir müssen hier 5,00 zurückgelegte Distanz erhalten. Also ungefähr so, keine Ahnung, 5 Kilometer, 5 Meilen oder was auch immer. Diese Quest gab es schon mal, allerdings glaube ich nur mit 3,00, je nachdem. Und ja, man weiß halt, was zu tun ist. Ich werde das Ganze hier einfach mal jetzt via Cloud starten und die Quest mal angehen. Wildlands steht bei mir auch schon ewig auf der Liste. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Hab's halt leider nur nie gepackt, das Spiel auch mal wirklich intensiv zu spielen. So. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel momentan so viel noch zu bieten hat. Cool. Aber Kampagne fortsetzen, beziehungsweise alle, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben, einfach mal eine neue Kampagne starten. Ich habe so viel freigeschaltet, ich weiß gar nicht warum. Warum will er die Verbindung nicht aufbauen? Möchte gerne die Kampagne fortsetzen. Laden oder Neustart einer Kampagne? Nee, ich möchte gerne meinen Fortschritt hier weiterspielen. Jetzt aber. So, da sind wir. Perfekt. Ich nehme jetzt einfach mal Motorrad. Hab das Motorrad. Da gerade da, dass mein wirklicher Auftrag bereit ist. Ja, natürlich sehr, sehr komisch. Denn ich bin da so gut wie kaum gefahren. Aber nicht so schlimm. Das einzige
Was ihr halt machen müsst, ist euch ein Gefährt nehmen, egal was für ein Motorrad, Auto oder. Und dann fahrt ihr einfach so lange, bis die gewünschte Strecke erledigt ist, beziehungsweise bis die Meldung aufploppt, dass ihr es geschafft habt. Und danach könnt ihr die Quest natürlich abholen. Ich werde gleich nochmal schauen, ob das jetzt wirklich die Quest war oder ob ich mich jetzt gerade verguckt habe. Nein, die ist schon fertig. Zurückgelegte Distanz, 5 von 5 erhalten. Okay, super komisch, aber so ist es manchmal. Manchmal funktioniert irgendwie gar nicht. Da kann man machen, was man will. Und manchmal geht man ins Spiel und die Distanz ist bereits zurückgelegt. Vielleicht ist es ja auch so, aber das bezweifle ich, dass die Distanz, die man schon vorher zurückgelegt hat, irgendwie mitgezählt wird. Aber das kann nicht sein, weil bei der letzten Quest, wo es hier auch mit einer Distanz zu tun hatte, musste ich die Distanz nochmal neu machen, um das Ganze abzuholen. Ja, gut. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Wie gesagt, Kampagne starten oder. Sucht euch ein Fahrzeug rein oder und dann fahrt ihr einfach so lange, bis diese Quest hier auftaucht. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. 250 Punkte sind hier relativ geschenkt. Nebenbei das Spiel auch noch sehr, sehr cool. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Haut rein und bis nächste Woche.